Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der PES 18 Verteidigerkarriere. In der letzten Folge bin ich Man of the Match geworden und habe sogar ein Tor geschossen als Verteidiger. Ja, ihr hört richtig, als Verteidiger ein Tor geschossen. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, beziehungsweise wer das Tor nicht gesehen hat, rechts oben bei mir verlinkt, unbedingt reinziehen. Ob am Ende dieses Videos oder jetzt direkt, ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall müsst ihr die heutige Folge natürlich auch angucken. Denn ich will natürlich wieder anknüpfen. Übrigens könnt ihr auch mal rechts oben bei mir gleich mal abstimmen, ob ich in meinem Thumbnail wie komplett normal gewohnt einfach alle Mannschaften, alle Wappen der Mannschaften, gegen die ich spiele, reinpacken soll oder nicht. Weil irgendwie im letzten oder vorletzten Thumbnail war es halt so, dass ich irgendwie so 8 Wappen drin hatte, weil wir jetzt quasi mit Hannover gegen alle gespielt haben, aber ich halt nicht auf dem Platz stand, habe ich die trotzdem einfach mit reingenommen. Also soll ich die dann trotzdem mit reinnehmen oder nicht? Ich würde die einfach trotzdem mit reinnehmen, aber ihr könnt, wie gesagt, mal rechts oben bei mir abstimmen. Ansonsten starten wir jetzt dann direkt rein. Ich hoffe, dass wir gegen Wolfsburg spielen. Ich hoffe, dass wir allgemein jetzt mal öfter spielen. Jan hatte mir das schon gesagt, dass er in seiner Karriere auch wirklich selten gespielt hat. Das ist natürlich aber, ja, ein bisschen schade, aber wir konnten uns ja letztes Spiel beweisen und ich stehe in der Startaufstellung gegen Wolfsburg. Gibt dein Bestes und viel Glück. Mega fett nice. Mega Dankeschön an meinen Trainer hier. Na klar müssen wir den VfL Wolfsburg im Auge behalten, wie das hier schon steht. Denn wenn wir auf die Tabelle gucken, sehen wir auch, dass Wolfsburg Vierter ist und wir Elfter. Allerdings, wie gesagt, hoffe ich einfach mal Minimum einen Punkt. Also ich würde eigentlich gern wieder 3 Punkte holen. Aber mit einem Punkt wäre ich auch zufrieden. Also dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Bam, den dresche ich jetzt einfach mal weg. Ich finde das aber auch ganz geil, dass mein Trainer mich nach der echt guten Leistung, muss ich sagen, gegen Stuttgart, da ich auch Man of the Match war und da ein Tor gemacht habe als Verteidiger, richtig gute Leistungen, dass er da sagt, hey, ich gebe ihm direkt nochmal die Chance, um sich zu beweisen. Ich hoffe, das kann ich dann im heutigen Spiel auch wirklich tun, also mich beweisen. Da ist schon mal der erste gute Pass auf Gomez, wo ich nicht ganz zur Stelle bin, aber mein Verteidigerkollege, ich weiß immer noch nicht, wie er heißt, macht das auf jeden Fall ganz gut. Und nochmal wegdreschen. Weg damit. Jawohl, und der dreschen auch weg. Ist vielleicht nicht mehr die beste Lösung, aber ich finde die Lösung gar nicht schlecht, weil dann hat man den Ball erstmal wirklich aus der Gefahrenzone rausgebracht. Ja, nicht so elegant, aber weg ist weg, ne? Jetzt vielleicht mal die Chance. Ganz gut hier gemacht, aber leider nicht perfekt. Zurück zum Torwart und wieder nach vorne. So, den haben wir. Ja, der war super und er ist drinnen. 0-1, 37. Minute. Benchop oder wie auch immer man den ausspricht, aber ich schätze mal schon. Mega. Ich hoffe ja immer auf so eine Ecke, weil meine Mannschaft hat ja wirklich bisher noch nicht so viel gezeigt. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Torschuss. Deswegen hoffe ich mal auf so eine Ecke, aber die Flanke kam super in die Mitte und dann habe ich schon gedacht, der muss ihn jetzt eigentlich reinmachen. Und das hat er auch gemacht, das hat er auch geschafft. Daher gehen wir in Führung gegen die Wölfe. Auswärts sogar noch. Mega nice. Ah, da war ich da. Halbzeit. Halbzeit 0-1. Ja, wie gesagt, jetzt ist es keine so krasse Leistung von Hannover. Ja, genauso wenig wie von Wolfsburg. Die haben halt aber wirklich mehr Ballbesitz, muss man so sagen. Die spielen einen Pass nach dem anderen, drücken und drücken und drücken. Kommen halt aber nicht richtig durch. Und wir haben es einmal geschafft. Und da hat's Klick gemacht. Mega nice. Ball kommt wieder zu mir, auch geil. Wechseln mal die Seiten. Schön. Haben wir gut gemacht. Gut antizipiert. Der kriegt ihn. Ja, er hat ihn. Super. Ganz, ganz stark gemacht hier. Und der klasse Pass in die Spitze. Komm. Die 35, wer auch immer es ist, nach oben. Das war jetzt nicht mehr so geil. Und wir haben es leider verdattelt. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen finden. Aber es war kein schlechter Angriff.
Schöner Pass da nach oben. Ja, der kommt wieder super. Und 0-2. Der Sack ist jetzt damit, denke ich, zu. Ich habe die ganze Zeit wirklich mitgefiebert. Und gehofft, dass wir nicht das 1-1 kassieren. Denn Wolfsburg drückt ja, wie gesagt, immer noch weiter und weiter und weiter. Auch wenn wir das da hinten ganz gut im Griff haben, drücken sie und drücken sie und drücken sie. Und dann kommt diese super Flanke wieder nach vorne. Und dieser eine Moment von den wenigen, die wir haben, wird perfekt ausgespielt. Der Kopfball passt perfekt zwischen den Pfosten und Castells. 0-2 für Hannover. Ja, irgendwie haben wir Gomez da ein bisschen behindert. Aber es war jetzt nicht perfekt von uns. Ich laufe auch buchstäblich echt auf der letzten Felge. Wie das die Kommentatoren immer so schön sagen. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ausdauer mehr, überhaupt keine Fitness. Aber solange wir hier die Null hinten halten können, ob der Torwart oder irgendwelche Verteidiger oder auch ich, ist alles okay. Man of the Match werde ich heute wahrscheinlich auch nicht, weil ich glaube, dafür braucht man einfach ein Tor. Zumindest haben die, die ein Tor gemacht haben, halt einfach eine bessere Bewertung. Und das wird vielleicht der nächste Angriff. Nee. Schön vom Torwart. Und das war's. Auch wenn ich kein Man of the Match wahrscheinlich war, wir haben gewonnen und ich freue mich. Da sehen wir es. Und ich freue mich auch in Real Life, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bemühe mich wirklich, dass ich jedes Spiel so gut wie es geht spiele. Und ich habe es tatsächlich auch in diesem Spiel wieder geschafft, dass ich eben zusammen mit meiner anderen, mit meiner Verteidigung, was weiß ich, mit meinen Kollegen da eben die Null hinten halte. Das ist wirklich das Ziel. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und Wolfsburg hatte ja, war ja Platz 4. Die hatten 3 Punkte mehr als wir, glaube ich. Und jetzt haben wir 3 Punkte gewonnen. Also haben wir, ich denke, wirklich was gut gemacht. Wir gucken direkt mal in die Tabelle. Ja, wir sind Platz 7. Wir waren glatt Platz 11. Jetzt sind wir Platz 7. Das ist auf jeden Fall mega, mega gut und sind jetzt direkt hinter Wolfsburg. Das dachte ich mir fast. Das ist jetzt nur die Tordifferenz, wobei die auch gleich ist. Das geht jetzt tatsächlich hier nur um die geschossenen Tore. Da haben wir nämlich 12 und Wolfsburg 13. Aber wir schlagen uns wirklich nicht schlecht. Also jedes Spiel, wo ich gespielt habe, sogar gegen Dortmund, haben wir gewonnen. Also Trainer, ich würde mal drüber nachdenken. Vielleicht lässt du mich tatsächlich öfter mal spielen. Wir haben ein Trainervertrauensniveau von 46. Und die Mannschaft des Monats wurde bekannt gegeben. Und einige von euch werden es schon gesehen haben. Ich bin mit drin. Ich bin einfach als Verteidiger in der Mannschaft des Monats vom Oktober. Als linker Innenverteidiger stehe ich einfach drin. Mike von Hannover 96. Mega, mega fett geil. Das ist ja geil. Als ob. So, und da haben wir direkt das nächste Spiel gegen den 1. FC Köln. Und ich stehe in der Startaufstellung. Gib dein Bestes und viel Glück. Das läuft echt gut. Also dadurch, dass ich wirklich dieses eine Spiel Man of the Match war, kann es echt sein, dass der Trainer mich jetzt öfter mal einsetzt. Ich weiß nicht, ob Pes da so schlau ist, aber wie gesagt, ich habe halt jedes Spiel, wo ich gespielt habe, haben wir mit Hannover gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Außer gegen Hamburg, wo ich halt nur eingewechselt wurde. Aber jedes Spiel, was ich von Anfang an gespielt habe, haben wir gewonnen. Das wird jetzt Pes, beziehungsweise hier mein Trainer in Pes, nicht richtig checken, aber auf jeden Fall darf ich spielen gegen Köln und das freut mich mega. So, dann hat mir noch jemand gesagt, ich soll hier irgendwie Training machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Training ist, aber hier steht auf jeden Fall Training. Man hat hier irgendwelche Fokuspunkte, die kann man irgendwie anders setzen. Lassen wir jetzt einfach mal standardgemäß auf 3 überall. Das passt nämlich einfach so, ich will jetzt da nicht viel ändern. Wenn wir dann noch ein paar neue bekommen, dann kann ich die auf jeden Fall zum Beispiel für Verteidigung oder Fitness, Ausdauer und sowas erstmal reinböllern. Aber wie gesagt, ich habe jetzt 0 Punkte. Hier kann man irgendwie eine Fähigkeit auswählen. So, und ich denke, wir wählen hier Kampfgeist aus.
denn ich möchte wirklich für Hannover 96 kämpfen, auch wenn das jetzt nicht so mein Favorite Club ist. Sie können insgesamt bis zu 10 Fähigkeiten erlangen. Sie können noch 10 Fähigkeiten erlangen. Möchten Sie diese Fähigkeit erlangen? Ja, schon. Fähigkeitstraining, muss man hier auch wieder Punkte einsetzen. Erfahrungspunkte, trainiert ihr das jetzt irgendwie selber? Ah, das ist ja mega cool. Ich kann dann quasi andere Positionen, die ich nicht spiele, erlernen, damit der Trainer mich da vielleicht mal einsetzen kann. Ja, dann machen wir erstmal defensiver Mittelfeldspieler, weil wir sind ja eher so der Verteidiger, der Innenverteidiger, der ein bisschen mit nach vorne geht. Also machen wir einfach mal defensiver Mittelfeldspieler und gucken hier einfach mal, ob das jetzt richtig ist. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Training ist, aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Gut, und dann haben wir direkt das nächste Spiel gegen den 1. FC Köln und auch hier hoffe ich auf einen Sieg. Let's go! Zu Hause in Hannover gegen Köln, es regnet ein bisschen, das soll uns nichts ausmachen. Wie gesagt, die Null halte ich hinten gerne weiter, beziehungsweise meine Mannschaft eben. Mit dem Torhüter, mit allem drum und dran. Ich will einfach, dass wir kein Tor heute kassieren. Vor allem nicht zu Hause gegen Köln. Aber Köln wird kein leichter Gegner sein, nicht so wie in echt. Wobei sie auch da kein leichter Gegner sind, aber wir gucken einfach mal. Let's go. Ja, den holen wir uns schön. Ganz, ganz klasse gemacht. Auch ganz, ganz stark hier von unserem Kollegen. Das war richtig, richtig gut. Und da kommt schon die erste Chance. Jonatas. Im letzten Spiel irgendwie gefehlt hat. Ich weiß nicht warum. Mit der ersten Chance gegen Timo Horn. Nicht übel. Und natürlich heißt das auch Ecke. Ecke für uns. Ecke für uns. Übers Tor. Ich freue mich immer so richtig, wenn so eine Ecke kommt. Weil da habe ich dann auch mal die Chance, vorne was zu zeigen. Nicht schlecht. Ja, da stand ich direkt da. Geil. Oh, und der passt richtig gut nach vorne, aber er kommt nicht zum Schuss. Das war ein richtig starker Pass. Bloß der Abschluss, der kam halt irgendwie zu spät. Boah, die spielen richtig schön. Das war eine gute Kombination. Die Flanke in die Mitte. Zurückgelegt. Und Ecke. Es war richtig stark gespielt. Vielleicht krönen wir das jetzt mit einem Kopfballtor. Ne, Flanke war zu nah am Tor. Aber noch sind wir hier vorne. Mich direkt in den Spieler reingedreht. Schade. Spielen den hier raus. Vielleicht auf die Flanke. Die Flanke kommt. Oh, das war doch fast ein Tor. Das gibt's doch nicht. Wie knapp war das denn? Und den macht er. Da habe ich gepennt und Osako mit dem 0-1. Hinten können wir die 0 schon mal nicht halten. Das war vorne alles ganz, ganz knapp. Und wir hätten eigentlich schon mit 1-0 führen müssen. Und hier, ich stand eigentlich ein bisschen bei Osako. Ich war jetzt nicht der Beauftragte für ihn, aber ich stand ein bisschen da. Und als die Flanke kam, war er ein, zwei Schritte schneller als ich. Kommt zum Kopfball und macht ihn rein. 0-1. Schön, wieder ein super Pass. Ja, der muss sich hier gut durchsetzen. Wenn die Flanke perfekt kommt, dann kann den Jonathan das machen und er macht ihn. Hannover jubelt. 1-1. Der direkte Gegenschlag in der 28. Spielminute. Also ich finde, meine Mannschaft spielt heute echt gut. Ein paar doofe Pässe sind auch dabei, aber ein paar richtig gute Kombinationen auch. Und jetzt fällt das erste Tor. Jonatas zum 1-1. Ich hoffe, das war nicht alles. Oh, das war schlecht vom Torhüter. Da darf er nicht rauskommen und es steht schon 1-2. Nach 33 Minuten 3 Tore. Claudio Pizarro macht das 1-2 für die Kölner. Ich
Muss zugeben, auch das hätte ich besser machen können. Wäre ich da ein bisschen schneller da gewesen. Aber ich glaube, die Schuld liegt hier eher beim Torhüter. Aber naja, kann man nichts machen. Wäre da im Tor geblieben, wäre es, glaube ich, besser gewesen. So kann Pizarro einfach an ihm vorbeigehen und das Ding reinschieben. Da war ich jetzt auf Zack. Auch den kann ich mir holen. Oh, wäre ein bisschen mit dem Kopf dran gekommen, nur so ganz leicht gestriffen. Dann wäre das vielleicht was geworden. Wenn die Flanke jetzt gut kommt, ne? Wenn die Flanke jetzt gut kommt, die kommt aber zu nah ans Tor, auch vorhin schon. Und jetzt genauso. Vielleicht nochmal eine Flanke, nee. Halbzeit. Ah. Das hat mich jetzt natürlich ein bisschen wachgerüttelt, dass ich zweimal zu spät kam und zweimal das Tor gefallen ist, weil ich nicht richtig auf Zack war. Ich meine, vielleicht wäre es auch so gefallen, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir noch ein Tor machen können. Zumindest ein Unentschieden. Ja, den haben wir gut. Komm, jawohl! Ausgleich Nummer 2. Und es steht 2:2. Jonatas zum zweiten. Lauter Zweien hier. Mega geil. Hannover jubelt erneut. Wir können erneut ausgleichen. Wunderbarer Pass hier nach oben. Die Flanke kam nicht schlecht. Aber ich wusste echt nicht, ob er ihn noch irgendwie reinkriegt. Horn hat ihn quasi selbst ein bisschen reingemacht. Aber das soll mir egal sein. Ich bin hinten jetzt wirklich so konzentriert, wie es geht. Damit wir keinen mehr kassieren. Ups, das habe ich jetzt gedrückt. Ja, komm, nein, was ist das denn? Sie haben ihn sich da fast selbst verdattelt. Und fast selbst ins Tor reingemacht. Warum ich da jetzt stand, keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich einfach einen linken Stick einfach weiter nach vorne gedrückt. Aber ich stand auf einmal da und dachte, komm, buffst du einfach mal aufs Tor. Fuck, ey, die haben fast ein Eigentor gemacht. Das wäre so geil gewesen. Wenn wir hier noch in Führung gehen, dann ist aber die Hölle los. Dann bebt ganz Hannover. Hau den Ball weg. Zack, nochmal mit dem Kopf. Hau du ihn auch weg oder irgendwas? Ja, ich habe ein bisschen behindert. Aber sie drücken natürlich jetzt auch wieder, das ist klar. Wäre wirklich so geil gewesen, wenn die sich das Eigentor da gedrückt hätten. Komm, 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 komm. Nicht schlecht. Also wenn wir hier wirklich in Führung gehen würden, dann wird Hannover komplett ausrasten. Und ich auch. Kommt Leute, ihr schafft das. Das war auch wieder nicht schlecht. Das Eigentor, wie gesagt, wäre das Beste, aber vielleicht schaffen wir es auch aus eigener Kraft. Schön, das war schon mal gut. Ja, die Flanke und Timon kratzt den da über die Linie. Das war echt minimal. Mit den Fingerspitzen noch irgendwie dran. Sonst wäre der drin gewesen. Eieieiei. Ecke jetzt. Wenn die nicht so nah kommen würde, wie die letzten paar Male, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ey, das war nicht ich, aber der war richtig gut. Der Kopfball. Auch hier hält Timo Horn. Ich bin jetzt nicht hinten. War natürlich vorne bei der Ecke, aber sie kriegen das auf jeden Fall sehr, sehr gut hin. Lob an die Verteidiger. Komm, komm. Mann, 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 echt sehr, sehr schade, dass hier nichts mehr geht. Das war's wahrscheinlich jetzt. Gibt sogar noch einen Angriff hier für die Gäste aus Köln. Bin schon wieder hier komplett leer gelaufen. Keine Ausdauer mehr, nix. Komm, vielleicht lässt er laufen. Nee. Das war's. Wir waren die bessere Mannschaft, deutlich besser.
zwei, ja, kleine Patzer, größere Patzer, wie man es will, hinten führen zu zwei Toren. Wir haben zweimal ausgeglichen und dann, obwohl wir dann wirklich dominiert haben, den Ball nicht mehr über die Linie gebracht. 10:5 Torschüsse, 10:5 Schüsse, 6:4 aufs Tor. Ja, ich fand, wir waren echt besser, wir hätten das machen müssen. Aber, okay, ein Unentschieden ist okay, ein Punkt mitnehmen ist gut. Da habe ich nichts gegen. Dann gucken wir direkt mal auf die Tabelle. Und wir sind Platz 6, guck mal. Wir sind durch diesen einen einzigen Punkt, durch dieses Unentschieden, sogar einen Platz nach oben gekommen. Wir waren ja gerade auf 7, glaube ich, ne? Haben wir auf 7? Wir waren auf 7, glaube ich. Auf Platz 1 ist Leipzig, dann Hoffenheim, Dortmund, Bayern. Warum Bayern nur auf 4 ist, keine Ahnung. Hertha BSC auf 5 und dann kommen wir auf Platz 6. Wir sind zwar punktgleich mit Werder Bremen, Stuttgart, ja doch, Werder Bremen und Stuttgart, mehr nicht. Haben aber eine bessere Tordifferenz. Also, sieht alles nicht so schlecht aus, ne? Gespielte Spiele 5, Durchschnittswertung jetzt 6,2. Tore haben wir immer noch 1. Trainervertrauensniveau um 2% gestiegen. Und es läuft alles wirklich nicht schlecht. Es läuft wirklich ganz, ganz gut mit Hannover, für die Verhältnisse ist das sowieso eigentlich ganz gut. Jetzt wird es natürlich kritisch, wir spielen gegen den FC Bayern München. Wenn ich jetzt nicht spiele, dann ist blöd, aber ich stehe schon wieder in der Startaufstellung. Ey, das läuft echt mega gut. Ich stehe in der Startaufstellung, gibt dein Bestes und viel Glück. Wenn ich jetzt nicht gespielt hätte, wäre es deswegen doof, weil ich ja eigentlich Bayern-Fan bin und schon wirklich das Spiel gegen die Bayern gern gespielt hätte. Und außerdem sind sie zwei Plätze über uns. Heißt, wenn wir jetzt gewinnen, dann... Ah, das wäre richtig geil. Das wäre so Premium einfach. Das wird natürlich gegen Bayern ja sehr schwer. Aber ich kann mich hinten wieder auszeichnen, da Bayern natürlich stürmen wird ohne Ende. Und vielleicht ja, können wir sie irgendwie wenigstens unentschieden. Unentschieden ist immer gut, kann man nichts sagen, ist immer okay. Für Hannover würde ich sagen, ein Unentschieden gegen Bayern oder irgendwie so, tipptopp. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Wertung da, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.